Da sind verblühte Enziane. Das wäre dann Sommer hier oben schön. Jetzt bin ich hier schon wieder am Absteigen, sodass ich dann später wieder aufsteigen kann. Das ist da ganz schöner Jurawald. Jetzt habe ich nicht so einen schönen Weg. Die haben da ziemlich viel Holz gefällt in dem Wald. Und das spürt man natürlich sehr gut. Dass der Weg nicht so schön ist. Viel Holz da oben. Zum Abführen noch da. Da unten ist noch ein Waffenplatz. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Wald. Aus diesem Grunde habe ich auch nicht so viele Aufnahmen gemacht. Da wieder einen schönen Single Trail. Und ich glaube schon bald, dass es wieder jetzt aufwärts geht. Ich habe jetzt wieder ziemlich an Höhe verloren. Und muss ja da irgendwo wieder dann hochkommen. Oh, dort oben. Ein riesiger Haufen. Ein Ameisenhaufen. Schaut mal, was die da gemacht haben. Bäume in den Weg gelegt. Der da muss halt so überwunden werden. Ja. Und jetzt ist alles durcheinander. So, diese Stelle überwunden. Geht weiter. Oh, da hinten ist auch noch alles durcheinander. Kann sein, dass ich da nochmal einen kleinen Umweg machen muss. Wieder eine schöne Bergwiese, voll mit Löwenzahn. Schön. Endlich mal ein bisschen Aussicht. Demher bin ich heute ein wenig enttäuscht. Ich habe dann gedacht, man sieht schön den Neuenburger See, aber bis jetzt war es noch nicht der Fall. Übrigens hier unten, irgendwo, ziemlich weit unten, bin ich schon mal durchgekommen. Bin ich am Neuenburgersee unten gestartet und bin da hochmarschiert und dann wieder runter.
Von da unten komme ich jetzt her. Und jetzt geht es da noch weiter nach oben. Langsam, aber sicher am höchsten Punkt entgegen von meiner heutigen Wanderung. Bin ich dann bald oben. Da unten ist noch eine Doline. Bald bin ich am höchsten Punkt. Auf über 1400 Meter oben. Da habe ich für einen kurzen Moment wieder den Kanton Waadt verlassen und befinde mich jetzt wieder im Kanton Neuenburg. Aber nur für kurze Zeit. Da vorne ist noch ein Restaurant. Und dort oben ist dann der höchste Punkt. Und mein zweites Highlight von heute. Und da unten komme ich jetzt rauf. Da vorne hat es wieder so eine Doline. So ziemlich eine große Hochebene. Und da vorne habe ich jetzt dann meinen höchsten Punkt an der heutigen Wanderung. Ich habe den höchsten Punkt erreicht in meiner heutigen Wanderung. Ich war jetzt ziemlich verrückt. Nebel kommt. Das ist ganz wichtig. Da die große Fluh. Da ist ein großer Teil abgebrochen und runter gefallen. Schön. Die Clin du Bois. Und Nebel, ich sehe da nichts.
dann hier wieder den Kanton Waadt. Geht irgendwo da hinten durch. Verschwindet dann da im Nebel. Es ist sehr kalt. Und jetzt kann ich dann mit dem Abstieg an. Fallen halt die ersten Regentropfen. Ich hoffe, es wartet noch ein wenig. Da noch die letzten Bilder Richtung Neuenburger See. Übrigens, da unten irgendwo ist eine Quelle. Bei dieser Quelle kommt das Wasser nur mit 4 Grad Wärme raus. Ob Winter oder Sommer. Also eine andere Quelle. Diese Seite ist alles voll Nebel und gar nicht schön. Ein letzter Blick auf die Grand du Mont. Ziemlich runter. Es geht da sehr steil runter. Der Weg ist auch sehr glatt. Muss man ein bisschen aufpassen. Ein Blick ins Tal runter. Geht noch ziemlich weit, bis wir unten sind. Man muss sehr aufpassen. Es ist wahnsinnig glatt. Es hat vorher gerade ein bisschen noch geregnet. Und das spürt man jetzt natürlich ganz gut beim Abstieg. Das ist sonst ein sehr guter Weg. Ja. Geht's runter. Da unten in dem Dorf ist mein Ziel, der Bahnhof. Dann muss ich auf den Zug gehen. Da drüben ist auch noch so eine hohe. Endlich habe ich wieder besseren Weg. Oben war es jetzt wirklich heikel. Viele Steine, sehr glatten Steine, viele Wurzeln. Und so wie hier, da geht es jetzt gut. So, ich habe den ersten Zwischenboden erreicht. Gehe ich da hier vorne durch. Ein bisschen den besseren Abstieg. Und von dort oben bin ich jetzt runtergekommen. Da oben ist ein ganz großer Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg.
Von da bin ich jetzt gekommen. Hier geht dann noch ein Weg hoch, Bois du Mont. Und ich gehe jetzt hier runter. So, schon bald habe ich das Ziel erreicht. Ich werde auch schon bald den Jurahöhenweg und den E4 verlassen. Da drüben ist auch wieder schwarz. Und werde da unten dann auf den Zug steigen. Es war eine ganz schöne Tour, sehr anstrengend. Aber es hat mir gut gefallen. Nächstes Mal komme ich dann da durch das Tal. Da gehört ein Zug runter. Nächstes Mal komme ich dann durch dieses Tal runter. Das wird dann auch schön. Und wie das blüht. So wahnsinnig schön. Am Löwenzahn da oben. Auch diese Wiese da ist voll. Da oben ist wieder ganz schwarz. Was machen, dass ich noch vor diesem Regen Bahnhof bin. Die Areus. Da ein ziemlich breiter Fluss. Da geht sie weiter. Von da oben bin ich jetzt gekommen. An den Hang hoch, wie ich hier runtergekommen bin.